Wir haben es hier wiederum mit einem Träger zu tun, der aus drei Brettern besteht. Diesmal sind die Bretter bei A hier und B zusammengeleimt. Zu bestimmen ist die maximale vertikale Querkraft, die durch den oberen Flansch aufgenommen werden kann, wenn das Profil der dargestellten Belastung dieser Kräfte P hier ausgesetzt ist. Anzunehmen ist außerdem, dass die Auflager in C und D nur vertikale Reaktionskräfte aufnehmen können. In den durchgerechneten Lösungen ist es natürlich drinnen, ausgedrückt als nur Angabewerte, fürs FD genauso, das FD, ja, das ist leichter zum Hinschreiben. Aus der Momentenbilanz, das ergibt ebenfalls 7,5 kN. Durchdividieren sollte man auch durch irgendwas, sonst stimmt die Dimension natürlich nicht, sonst ist es ein Moment. Ja. Ja, genau, also bitte aufpassen, vielleicht schreiben Sie es trotzdem ab, die Zahlenwerte, die, mit denen ich hier rechne, weil das sind natürlich andere als die, die Sie gekriegt haben. Normalerweise. Zufälligerweise kann es sein, dass die gleichen kriegen, aber normal nicht. Chance ist sehr gering. Sie stehen, ich schaue jetzt gerade, Sie stehen eigentlich so ziemlich überall, bei dem Übungszettel glaube ich überall, bei den durchgerechneten Lösungen dabei dann die Angabewerte, aber sicherheitshalber schreiben Sie es halt nicht ab. Gut, also 7,5 in meinem Fall Auflagerreaktionen, beide. Das heißt, die Querkraft wird 7,5 kN sein. Das wollten wir wissen. Das ist einmal das Erste. Und alles andere ist dann Schubspannung und Schubfluss und so weiter. Dazu brauchen wir aber natürlich Flächenträgheitsmomente oder das Flächenträgheitsmoment. Das rechnen wir vielleicht zuerst gleich aus. Abgekürzt. Eine Möglichkeit, das auszurechnen, ist, dass einfach sagen, Sie nehmen das Ganze und schneiden dann links und rechts die zwei Teile weg. Das ist die einfachste, dürfen Sie ja. Also einmal Rechteck 1 Zwölftel, H plus 2S ist die Höhe zur dritten, mal Breite B ist das Ganze außen herum. Und abziehen tun wir linke und rechte Teilfläche, nämlich 1 Zwölftel H der dritten mal B minus D kann man dann nehmen, dann hat man rechts und links gleichzeitig. Das ist ja eh alles symmetrisch und damit können Sie die beide gleichzeitig abziehen. Statt dass da zweimal links und rechts abziehen, ziehen wir halt gleich beides ab. Das ist die einfachste Möglichkeit, das Flächenträgheitsmoment auszurechnen. In Zentimeter in dem Fall sind es 494,8 oder 83 Zentimeter der vierten bei mir. Und dann geht es um die Flächenmomente. Und das ist das Interessanteste wahrscheinlich an dem Ganzen, weil alles andere kennen es eh schon. Da muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen drüber. Das Flächenmoment oben, S1 von Z1, ich zeichne gleich eine Skizze her, ist von der Definition her der Abstand Z1 quer integriert über die Fläche, die das Flächenmoment betrifft. Und die Fläche ist die Fläche, die auf der abgewandten Seite bezüglich der neutralen Achse liegt. Also wenn man das obere her skizziert, so, dann die Höhe S und bis zur neutralen Achse da die Höhe H halbe, weil das Ganze drinnen H ist. Nachdem es oben und unten symmetrisch ist, haben sie darunter H halbe, da muss der Schwerpunkt liegen. Deswegen geht da auch die neutrale Achse durch natürlich. Und Breite B. Und dann braucht man
so ein Stückchen, wenn man das aufintegrieren möchte, ein infinitesimales da oben, das man von über z von 0 bis s dann drüber integrieren kann am Ende, je nachdem, was man braucht. Wir schreiben es hin als Funktion von z1, wie Sie sehen, können es dann aber am Ende über z einfach integrieren. Z als Laufvariable läuft so, weil das Koordinatensystem da natürlich z x ist, so wie wir es gerade besprochen haben vorher. Und dann ist natürlich die Frage, wie tut man lieber? Rechnet man es lieber in lokalen Koordinaten, so wie es da jetzt ist, oder rechnen Sie es lieber global? Das ist Ihnen überlassen. Die Grenzen der Integration müssen entsprechend stimmen. Jetzt ist die Frage, wie schaut dieses Z1 quer aus? Nachdem das ein infinitesimales Stück ist da, über das wir drüber integrieren, ist das das Z1 quer, der Abstand zur neutralen Achse. Das Z1 quer ist damit was? H halbe plus S minus Z1. Und das Flächenelement dA müssen wir ausdrücken als Funktion von dz, weil über das wollen wir ja drüber integrieren, oder dz1. Das ist also Breite mal infinitesimale Höhe dz1. Und jetzt kann man über das z1 integrieren. Wir setzen einfach ein. Wir haben also Integral h halbe plus s minus z1 mal b dz1. Ich integriere unbestimmt. Ich setze dann einfach am Ende eine Randbedingung ein und bestimme eine Konstante damit. Ausintegriert. H halbe plus s mal b mal z1, das ist der konstante Anteil vorne, minus b mal z1 Quadrat halbe, vom b mal z1 integriert, und eine Konstante c1, die durch die unbestimmte Integration entsteht. Randbedingung. Genau, dort, wo keine Fläche mehr ist, kann es kein Flächenmoment geben. Genau. Also S1 bei Z1 ist 0, muss 0 sein, sieht man dann sofort, dass C1 0 wird. Das fällt einfach weg. Es gibt keinen Anfang. Also es gibt nichts am Anfang, so muss man sagen. Das heißt, unser Flächenmoment S1 von Z1 muss sein H halbe plus S mal B mal Z1 minus B Z1 Quadrat halbe. Das ist die allgemeine Form. Und im Speziellen, damit Sie mit dem Beispiel 1 vergleichen können, Aufgabe 1, das S1 an der Stelle des Übergangs vom Flansch zum Steg, also bei Z1 ist gleich S, da kommt, wenn man einsetzt, raus H halbe plus S halbe mal B mal S. Und das ist genau das gleiche wie beim Beispiel 1, wenn man berücksichtigt, dass beim Beispiel 1 das 2 mal h ist, der Steg. Da haben sie oben h und unten h, deswegen steht da nicht h halbe beim Beispiel 1, sondern h plus s halbe mal b mal s. Aber ansonsten ist es genau das gleiche und es ist entstanden in dem Fall aus einer Integration vertikal und im Beispiel 1 in der Musterlösung entsteht es aus einer Integration horizontal. Muss natürlich das Gleiche ergeben. Aber nur, dass Sie sehen, das bleibt Ihnen überlassen.
Gut, das nächste, was man machen muss, ist die Schubspannung ausrechnen oder den Schubfluss, ist wurscht, wie es wollen. Maximale Schubspannung ausrechnen und dann für die Querkraft im Flansch über die Fläche integrieren oder Schubfluss ausrechnen und über die Länge integrieren. Das kommt aufs Gleiche raus. Ich mache es in dem Fall mit der Schubspannung. Die maximale Schubspannung ist dann, da ist wieder das Minus. Das Minus kommt da gleich zweimal vor, dass alles wieder stimmt. Maximale Querkraft, das waren unsere 7,5 kN, mal S schreibe ich allgemein her, und zwar S von Z eigentlich, Flächenträgheitsmoment durch die Breite da oben, und dann kann man da S1 draus machen, weil die Breite natürlich nur für den Flansch gilt. Wenn Sie es mit Schubfluss rechnen, sind Sie von der Breite unabhängig, dann sind Sie allgemeiner unterwegs, aber wir wollen jetzt eh nur den Flansch haben. Eingesetzt. Von oben, das S1 von Z1 ist es dann, ist dann ein H halbe plus S mal B mal Z1 minus B mal Z1 Quadrat halbe. Eckige Klammer zu, dann kann man da ein B rauskürzen, wie man sieht. Und ja, gut, schreiben wir nicht nochmal auf, landet bei einem Ausdruck ohne B halt. Und kann daraus die Querkraft im Flansch ausrechnen. Das nenne ich Qmax und kriege dann Index F oben für Flansch. Das ist noch einmal ein Minus, auf das bitte auch aufpassen, damit das Z nach unten einfach stimmt. Schubspannung über die Fläche integriert, und zwar über den ganzen Flansch, und das ist jetzt in unserem System, in dem Z1-System lokal von 0 bis S. Wir starten oben, gehen bis zur Stärke des Flanschs. Wenn man es einsetzt, ist das Minus wieder weg. Dann stimmen die Richtungen der Querkräfte auch wieder zusammen, das passt auch. Das kann man vorne rausziehen, maximal ohne F ist das, was wir oben ausgerechnet haben, die maximale entlang der Trägerlängsrichtung, die 7,5 kN, durchs Trägheitsmoment integriert 0 bis S über dieses ganze H halbe plus S mal Z1 minus Z1 Quadrat halbe. Und das, dieses Flächenelement ist wieder was vermutlich? Genau. Breite B mal DZ1, genauso wie vorher. Dann können Sie das B auch noch vorne rausheben. Wir integrieren es aber gleich fertig aus. Nachdem das nur Polynome sind, ist die Integration nicht so schwierig. Und ich setze auch die Grenzen gleich ein. Es gibt eh nur die obere Grenze S. Da kann man sich auch mit den Vorzeichen nicht so leicht verhauen. Dann setzen wir es gleich ein. Das liefert H halbe plus S mal S Quadrat halbe vom Z1 minus S der dritten Drittel durch 2, also Sechstel. Und das B habe ich noch vorgenommen. Und damit ergibt sich für meine Angabewerte 511,54 Newton.